Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus. Ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Hebe die Vorderseite deines Fahrzeugs an. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Für den Wechsel der Bremsbeläge an deinem Fahrzeug musst du die Räder abnehmen, um vollen Zugang zu haben. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlochs an der Rückseite des Bremssattels. Nutze den Schraubenzieher als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubendreher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Löse mit einem 14er Maulschlüssel die beiden Schrauben an der Gewindestange. Es kann vorkommen, dass du die Kontermutter am Drehen hindern musst, indem du sie mit den Fingern oder einem 18er Maulschlüssel festhältst. Tipp: Befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Windungen der Tragfeder. Nimm den Bremssattel ab. Um zu verhindern, dass der Bremsschlauch beschädigt wird, kannst du ihn ans Kabel hängen, das du zuvor an der Federung angebracht hast. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Du kannst dir einen Schraubendreher zu Hilfe nehmen. Nimm die Geräuschdämpfer ab. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen, das erleichtert den Wiedereinbau. Bringe den Geräuschdämpfer auf der Halterung an. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also auch beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Musst du die Gleitfähigkeit der Säulenschrauben sowie ihren Zustand und den der Schutzgummis überprüfen. Bei Verschleiß ist es ratsam, die Schrauben durch neue zu ersetzen. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto nach dem Bremsscheibenwechsel wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe,
Dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!